Mein Preis-Leistungs-Favorit in Sachen Wireless-Kopfhörer mit Noise-Canceling hat ein Nachfolgemodell bekommen, und zwar die Edifier NeoBuds Pro 2 sind auf den Markt gekommen. Im heutigen Video werden wir die gemeinsam auspacken, vergleichen zu den AirPods Pro und am Ende gibt es ein kleines Fazit. Ihr könnt natürlich über die Kapitelmarker hier unter dem Video an die Stelle skippen, die euch am meisten interessiert. Aus Transparenzgründen am Anfang einmal die Info: Die Kopfhörer hat Edifier mir auch diesmal wieder kostenlos zur Verfügung gestellt. Ihr wisst aber, meine Meinung bleibt wie immer meine Meinung. Darauf könnt ihr zählen und jetzt geht's weiter mit dem Video. Mittig auf der Verpackung finden wir die Edifier NeoBuds Pro 2 einmal abgebildet. Das Ganze sind True Wireless Noise Cancellation In-Ear Headphones, Hi-Res Audio Wireless, Fast Pair von Google, Bluetooth, 22 Stunden Akkulaufzeit und alles in allem eine hochwertige Verpackung. Auf den Seiten hier finden wir keine weiteren Infos und auf der Rückseite gibt es nochmal so ein paar Details, wie zum Beispiel Active Noise Cancelling, 4 ENC Mics. Also das sind quasi die Mikrofone, die eure Stimme rausfiltern, wenn ihr in einer lauten Umgebung seid, damit man euch am Telefon besser verstehen kann. Dann haben wir Electronics Crossover, keine Ahnung, was das ist, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Spatial Audio, da bin ich sehr gespannt, ob das auch mit dem iPhone funktioniert oder ob das nur bei Android klappt. Wearing Detection, das heißt, falls ihr die rausnehmt oder wieder reintut, sollten die dann an- und wieder ausgehen bzw. Play und Pause drücken. Und No-Less BA Driver, kein Plan, schreibt auch das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das bedeutet. Hier unten sind noch ein paar Logos abgedruckt, hier kann man scannen, um die Edifier App runterzuladen, die habe ich zum Glück schon. Und hier vorne sehen wir nochmal die verschiedenen Akkulaufzeit-Staffelungen. Ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt mal aus und in der Verpackung ist eine Verpackung und hier ist eine Lasche. Und da sind die Kopfhörer. Man muss sagen, auch die erste Version von den NeoBuds Pro war schon ziemlich hochwertig verpackt. Könnt ihr euch gerne hier oben rechts die Infocard mal anschauen nach diesem Video hier. Das ist das Unboxing. Sind ziemlich solide Kopfhörer gewesen und diese hier versprechen noch mehr. Also hier haben wir als erstes mal die Kopfhörer. Hier ist dann das Zubehör drin. Okay, es gibt wirklich eine ganze Menge Zubehör, unter anderem zig verschiedene Ear-Tipps, damit es auch wirklich gut in eurem Ohr hält. Dann gibt es hier die Bedienungsanleitung, natürlich auch auf Deutsch, aber die brauchen wir wie immer nicht. Dann gibt es noch so eine kleine Tasche dabei, in die man dann die Kopfhörer irgendwie nochmal umverpacken kann, dass sie nicht verkratzen. Braucht man jetzt nicht, aber ist ganz nett. Und ein USB auf USB-C Kabel, aber davon hat, glaube ich, inzwischen jeder mehr als genug. Kommen wir jetzt zu den Kopfhörern an sich. Die fühlen sich sehr hochwertig an, sind jetzt nicht unbedingt riesengroß, aber auch nicht wirklich klein. An sich relativ schlicht, denkt man. Aber sie haben auch ein Licht hier unten dran. Finde ich ziemlich cool, ist ein kleines Gimmick. Ich glaube, man kann die Farbe auch umstellen oder vielleicht auch sogar ausstellen. Mal gucken. Hinten drauf haben wir einen USB-C-Anschluss mit dem Edifier-Logo. Wie gesagt, vorne diese LED und innen drin sind natürlich die Kopfhörer. Wer sich übrigens gefragt hat, ob es einen Pairing-Knopf gibt, ja, den gibt es. Der ist hier quasi zwischen den Kopfhörern versteckt. Den sieht man sonst nicht so wirklich, aber das ist der Pairing-Knopf. Wer schon mal ein Kopfhörer-Testvideo von mir gesehen hat, weiß, ich vergleiche gerne gegen AirPods. In dem Fall sind ja die NeoBuds Pro 2 ähnlich zu den AirPods Pro. Preislich jetzt nicht ganz so, die liegen ca. bei 150 Euro. Die AirPods Pro liegen ja bei 260 Euro, das ist noch die erste Generation. Aber ich würde sagen, wir testen es einfach mal. Starten tun wir mit den AirPods Pro, dann haben wir einmal die Referenz. Okay, also ohne jetzt die Edifier direkt hintereinander gehört zu haben. Ich habe die AirPods Pro, wie gesagt, länger schon nicht benutzt. Die habe ich jetzt aber schon seit über einer Woche im Test. Und ich kann sagen, der Bass ist auf jeden Fall deutlich besser, mehr, bei den Edifier Kopfhörern. Also haue ich mir jetzt hier auch nochmal rein. Das hört sich gut an, was soll ich sagen? Das klingt gut. Mir ist sofort aufgefallen, wenn man jetzt Back-to-Back hört, dass die Edifier deutlich mehr Bass haben. Mir persönlich gefällt das, nicht jedem gefällt das, aber Bass ist ja auf jeden Fall ordentlich vorhanden. Die Software-Features sind natürlich bei den AirPods besser. Spatial Audio funktioniert auch mit den Edifier-Kopfhörern beim iPhone, aber nicht direkt in der Software vom iPhone, sondern ich zeige euch das mal, da muss man erst in die App gehen und das kalibrieren. In der App angekommen, gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt die verschiedenen Seiten durch, bis wir dann auch zum Spatial Audio kommen. Aber starten wir mal auf Seite 1. Da gibt es verschiedene Noise Cancellation Modes zwischen High Noise Cancellation, komplett aus, aber auch Ambient Sound ist alles mit dabei. Was ich hier besonders spannend finde, dass dieses Ambient Sound wirklich sehr gut funktioniert. Also wenn man hier Voice Enhanced oder auch Background Sound auswählt,
dann kann man wirklich alles um sich herum sehr gut verstehen. Es ist nicht so gut wie bei den AirPods Pro oder AirPods Max, dass man das Gefühl hat, man hat keine Kopfhörer auf, so, das ist es nicht. Aber im Vergleich zu allen anderen Kopfhörern, die ich hier jemals auf dem Kanal getestet habe, und ich habe echt einige getestet, ist das der beste Pass-Through-Mode sozusagen, den ich außerhalb von AirPods gehört habe. Man kann mit Sicherheit ganz entspannt da auch Konversationen mitführen und ja, ist also ein guter Ambient-Mode. Beim Noise-Cancellation-Mode muss ich sagen, er ist nicht schlecht. Also ich habe schon deutlich schlechtere Noise-Cancelling-Modes getestet, aber er ist schon auch nochmal ein ganzes Stück schlechter als der von den AirPods Pro und nochmal viel, viel schlechter als von den AirPods Max. Aber die kosten natürlich auch viel mehr. Von daher für 150 Euro sage ich, ist es ein akzeptabler Noise Cancellation Mode. Aber ich glaube, im Flugzeug ist man trotzdem ein bisschen aufgeschmissen. Auf der nächsten Seite kann man zwischen Music Mode, Game Mode und Spatial Audio wechseln. Das probieren wir jetzt auch mal mit Spatial Audio. Muss man einmal seinen Kopf gerade halten und dann kalibrieren drücken. Und jetzt trackt er quasi deinen Kopf und du kannst einfach deinen Kopf in jede Richtung bewegen und der Sound kommt immer von vorne. Ich mache jetzt mal Play. So, und die Musik kommt jetzt immer von da und egal wie ich jetzt meinen Kopf bewege, habe ich immer das Gefühl, da vorne ist quasi der Lautsprecher. Das ist bei Apple ziemlich cool, weil es in der Software so gut integriert ist, dass man nichts kalibrieren braucht und einfach direkt quasi starten kann. Auch toll für Filme. Bei Musik fand ich es immer schon ein bisschen störend eher. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt braucht. Es funktioniert auf jeden Fall. Würde ich jetzt eher als Gimmick sehen. Wüsste nicht, was einem das jetzt bei Musik bringen sollte. Aber es geht auf jeden Fall. Also ziemlich akkurat auch. Ne? Wenn man es einmal kalibriert hat, dann läuft's. Also man muss es jedes Mal kalibrieren, wenn man die Kopfhörer neu aufsetzt, damit es gut funktioniert. Aber ja, es läuft. Auf der nächsten Seite finden wir noch Soundeffekte zwischen klassischer Musik, Dynamik und aber auch komplett Custom. Da muss man einmal zurück in den Musikmodus und dann kann man hier den Equalizer verstellen. Genau, hier hat man verschiedene Optionen, das hin und her zu stellen. Und auf der letzten Seite kann man noch die Farbe von der LED hier vorne umstellen. Also man kann dann quasi hier das Case in einer anderen Farbe leuchten lassen. Ich habe das jetzt mal hier auf dieses Türkis-Cyan gestellt, dass es ein bisschen zu meinem Logo passt. Außerdem kann man in der App noch die Control Settings einstellen, also auf der linken Seite, was man da einstellen kann durch Double Tap oder auch durch Triple Tap und auf der rechten Seite natürlich auch, also kann man komplett custom einstellen, was man möchte. Testen wir nochmal die Find My Funktion, also Find My Earbuds, dann müssen sie auch verbunden sein, das heißt also, wenn euch einer rausgefallen ist oder so, dann könnt ihr suchen, nicht wie bei den AirPods, wo ihr das ganze Case finden könnt. Man kann jetzt hier Search drücken oder halt welchen man verloren hat, ich mache jetzt mal beide. Cooler Sound, oder? Also möchte man nicht im Ohr haben, wenn das gerade läuft, aber ja, ich glaube, das sind alle wichtigen App-Features, die es so gibt, die wir uns angeschaut haben. Wie fällt denn nun also mein Fazit zu den Edifier NeoBuds Pro 2 aus? Ich würde sagen, ziemlich gut. Klangtechnisch sind das die besten In-Ear-Kopfhörer, die ich je gehört habe. Und ja, das heißt auch, dass sie besser sind als die AirPods Pro, meiner Meinung nach. Liegt einfach auch daran, dass hier mehr Bass irgendwie verfügbar ist. Wenn ihr Bass nicht so gerne mögt, könnt ihr das natürlich im Equalizer runterstellen. Aber für mich ist es echt richtig schön. Es macht Spaß, damit Musik zu hören. Bei den AirPods fehlt mir jetzt der Bass, nachdem ich die gehört habe. Alles in allem würde ich trotzdem die AirPods bevorzugen. Das liegt einfach daran, dass die Features wie Active Noise Cancelling, Ambient Sound Mode und auch Spatial Audio sowie die Konnektivität zwischen den Geräten bei den AirPods nochmal deutlich besser ist. Spatial Audio, hatte ich ja gesagt, muss man hier jedes Mal neu resentern sozusagen. Das kostet Zeit und irgendwie ist auch dann unnötig. Fühlt sich für mich dann eher an wie so ein Gimmick. Auch der Ambient Mode ist bei den AirPods, wie gesagt, so, dass man teilweise vergisst, dass man die überhaupt drin hat. Das ist hier auch nicht der Fall. Er ist in Ordnung, aber nicht so gut. Und die Konnektivität zwischen den Apple-Geräten ist natürlich mit den AirPods der Wahnsinn. Man kann einfach sein iPad nehmen, dort Play drücken, dann geht sofort der Sound vom iPad auf die AirPods, dann geht man ans Handy, dann kommt der Sound davon. Also das ist schon echt richtig gut. Da wird Edifier nie drankommen, weil es einfach ja, ein Apple-eigenes Feature ist. Aber was ich hier auch nochmal positiv hervorheben muss, wenn man die Kopfhörer aufmacht und sie ins Ohr tut, dann ist es super schnell mit dem iPhone verbunden. Wenn es schon mal verbunden war, ne, dann ist es sofort automatisch verbunden und spielt auch direkt die Musik. Also das läuft schon mal ziemlich gut. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, das Rausnehmen und wieder Reintun, dauert einen Moment,
bis es dann auch weitergeht. Das geht bei den AirPods auch schneller. Alles in allem kann ich nur sagen, wer jetzt nicht so Wert auf diese Features mit der Konnektivität zwischen Apple-Geräten legt und auch das Noise Cancelling nicht die größte Priorität ist, dem kann ich die Edifier Neo Buds Pro 2 wärmstens empfehlen, weil der Sound echt richtig gut ist. Sie sehen erfrischend neu aus, also nicht so steril wie die AirPods, haben einen LED-Streifen. Ich meine, das ist doch eigentlich Grund genug, die zu kaufen. Link zu Amazon findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr über den Link die Edifier Neo Buds Pro 2 kauft, zahlt ihr nicht einen Cent mehr, unterstützt aber diesen Kanal hier, damit ich weiterhin solche Videos für euch machen kann. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich konnte dir bei der Kaufentscheidung weiterhelfen. Wenn ja, lass gerne ein Like da. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du kein zukünftiges Video mehr verpasst. Und bis zu den 4000 Abonnenten gibt es für jeden 10. Abonnenten zwischen 3 und 4000 einen Baum bei Team Trees von mir. So können wir als Community was Gutes für die Umwelt tun. Also unbedingt runterscrollen und Abo da lassen. Falls du irgendwelche Fragen zu den Edifier Neo Buds Pro 2 hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Ich werde wie immer alle Fragen beantworten. Und für Behind-the-Scenes-Content folgt mir gerne auf Instagram. Hier ist mein Kanal eingeblendet und auch in der Videobeschreibung verlinkt. Da poste ich regelmäßig hier aus dem Studio, wenn ich Aufnahmen mache und so weiter und so fort. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao. Let's get it on till the early morning.